So Leute, dann haben wir mal Call of Duty World War 2. Und zwar ein 176 Kill Gameplay auf Shipment mit PPSH und Blitzkrieg und Escalation etc. Das ist auch schon relativ alt, also auch schon einige Monate auf jeden Fall. Ich hatte danach nochmal irgendwie über 170 Kills, aber das habe ich irgendwie gerade, ich glaube, das habe ich noch nicht irgendwie gespeichert, das ist noch auf meiner PS4. Weil ich die Sachen eigentlich meistens in letzter Zeit nur noch mit Share abspeichere, deswegen fehlen tatsächlich hier sogar ein paar Sekunden in den Gameplay zwischendrin, weil das irgendwie Sony nicht gebacken bekommen hat, da die 12 Minuten am Stück wirklich pausenfrei aufzunehmen. Achso, ja, und was ultra nervig war an dem Gameplay, da war, ich weiß jetzt nicht von Anfang an, aber da war auf jeden Fall irgendwann ein Gegner drin, der hat die ganze Zeit Armbrust mit Dreifachbolzen und Explosivbolzen gespielt, a.k.a. Ja, ihr kennt ja noch den Bolzen aus Black Ops 1, der war ja ein garantierter Kill und dann schießt er halt drei so spreizend auseinander und ja, wenn man nur von einem von denen getroffen wird, ist man halt tot. Kann dezent nerven, weil da bringt auch Kills Trigger Healing nix, also da kann man absolut nichts gegen machen. Gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich kurz nochmal sagen, welche Games ich so in letzter Zeit gespielt habe. Ich habe ja Modern Warfare nicht gespielt. Und zwar, weil wir jetzt gar nicht so viel Zeit haben, das Video soll nicht so lang werden. Einmal The Dark Pictures Anthology, Man of Medan. Quasi das neue Spiel der Until Dawn-Macher. Und letztendlich, man kann es im Koop spielen, es hat extrem viel Bock gemacht, aber es ist halt deutlich kürzer. Es ist halt nur so halb so lang wie in Until Dawn. Kostet auch dementsprechend nur die Hälfte. Es hat mir sehr gut gefallen, weil es ja nichts Übernatürliches bekommen hat wie Until Dawn zum Ende. Ich will jetzt hier gar nicht groß irgendwie die Story spoilern, aber die Story war eigentlich ganz cool. Aber im Koop gab es da einige Bugs, die haben extrem genervt. Also irgendwie obwohl zwei Leute miteinander spielen, die beide gutes Internet haben, gab es da irgendwie Connection-Probleme und dadurch ist dann irgendwie, sind dann teilweise Sachen abgeglitscht, dass man ein komplettes Save-Game kaputt hatte und dann wieder von vorne anfangen musste. Sowas ist echt ärgerlich. Aber an sich war das cool und für, keine Ahnung, ich glaube jetzt ist das sogar im Zuge des Black Friday Sales, ist es glaube ich sogar für 20 Euro im Angebot im PSN Store. Also kann ich dafür eigentlich nur empfehlen. Und zwar dann noch, dann habe ich noch gespielt The Walking Dead, die Collection, also Telltale Definitive Series, die EU-Version. Zu Walking Dead brauche ich gar nichts sagen, habe ich ja in letzter Zeit schon immer gemacht, zu Season 4 und so und auch beim letzten Platin-Projekt zu Season 1 bis 3 plus Michonne. Ja, hat sich extrem gezogen, waren so, was weiß ich, so 45 Stunden, die Platin dauert. Jetzt muss ich noch eine Version von dieser Collection machen, also nochmal 45 Stunden, dann habe ich Walking Dead von Telltale komplett fertig. Ja, worüber ich jetzt eigentlich noch eher reden will, ist das Überraschungsspiel des Jahres für mich eigentlich jetzt schon. Und zwar ist das Terminator Resistance. Ist auch erst vor ungefähr einer Woche rausgekommen. Zeitgleich mit Star Wars Jedi Fallen Order und absolute Inkompetenz bei DHL und der Post. Ich hatte mir beides vorbestellt. Also zusammen, also Star Wars Jedi Fallen Order und Terminator Resistance. Und die kamen, wie gesagt, Freitag, den 15.11. raus. Mittwoch wurde es verschickt, hätte Freitag easy ankommen sollen, war für Freitag geplant. Freitag kam nix, so. War auch vom Sendungsstatus ist kaum vorangegangen, also habe ich auch nicht damit gerechnet, dass es Freitag kommt. So, dann kam Samstag die Info, es ist im Zustellfahrzeug, das heißt eigentlich safe, es kommt heute. Kam nicht. Kam dann um 19 Uhr die Info, ja, nee, die Tour musste abgebrochen werden, weil der Fahrer seine Dienstzeit überschritten hat oder so. Denke ich mir, okay, ja, scheiße gelaufen, bist halt ein Pechvogel, Montag dann. So, Montag wieder Sendungsstatus geguckt, ist im Zustellfahrzeug. Ich denke mir so, okay, dann kommt's heute nach der Arbeit, meine Mutter ist zu Hause, kann sie zur Not entgegennehmen, wenn ich nicht da bin. Kommt nix. Gucke ich um 7 Uhr in die Sendungsstatus, ja, nee, Tour musste abgebrochen werden, weil gleicher Grund wie Samstag. Wir kommen am nächsten Werktag. Denke ich mir so, das ist schon eine Frechheit, das kann. Also wenn ich eine Arbeit quasi am gleichen Tag nicht schaffe, wie ich sie eigentlich schaffen sollte, dann ist es das Erste quasi, was ich am Folgetag mache. Ja, gut. Und die scheinbar nicht. Ja, also zweimal. Also wahrscheinlich haben Leute ihre Sachen pünktlich bekommen und ich dann schon zwei Tage nicht. So, dann Dienstag. Ja, die Sendung ist im Zustellfahrzeug. Und dann habe ich schon gedacht, und dann war ich um, keine Ahnung, 4:15 zu Hause. War nicht da. Ich denke mir so, okay, so, jetzt reicht's. Rufst du DHL an,
DHL-Mitarbeiter so, ja, Zustellung kann noch bis 7 Uhr theoretisch sein. Warten Sie mal noch bis 7 Uhr und dann, ja, melden Sie sich nochmal und dann werden wir mit dem Zusteller irgendwie Kontakt aufnehmen und sagen, dass das so nicht sein kann. So, bis 7 Uhr gewartet, war nix, rufe ich wieder bei DHL an. Beziehungsweise dann kam auch mittlerweile der Sendungsstatus, jo, kommt am nächsten Werktag, aka Mittwoch. Dann habe ich wieder bei DHL angerufen, hat diesmal jemand anderen an der Leitung und habe ihm das nochmal geschildert. Er meinte dann, ja gut, da muss der Versender einen Nachforschungsauftrag stellen bei DHL. Und da dachte ich mir schon so, boah, ne, also jetzt reicht's. Ich habe 5 Tage, wir hatten quasi Dienstag, also Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag war das Game nicht da. Ich kaufe mir das jetzt im Store, also zumindest Terminator, weil ich da mehr Bock drauf hatte als auf Star Wars tatsächlich. So, gekauft im Store und Mittwoch, Plot Twist, Mittwoch kam das Game dann, aber da war keiner zu Hause. Also ich hatte schon Gameware, also da hatte ich es bestellt, den mache ich aber überhaupt keinen Vorwurf, gesagt, ich werde, weil ich mir das Dienstag gekauft habe, ich werde die Sendung, wenn sie noch kommt, verweigern, die Annahme verweigern, dann geht's zu euch zurück, weil Star Wars mich jetzt irgendwie doch noch nicht so dringend interessiert hatte. Ja. Und dann, wie gesagt, hat es der Nachbar entgegengenommen, ich konnte es nicht ablehnen und durfte es dann zurückschicken nach Österreich für billigste Versandart laut Post 9 Euro. Dachte ich mir auch schon so, ja geil, jetzt hast du 9 Euro ausgegeben für nix. Jetzt muss Star Wars schon mindestens 9 Euro billiger werden, damit sich das überhaupt noch lohnt. Egal, aber Star Wars erstmal wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder so. So, zu Terminator. Ist ein Low-Budget-Spiel im Prinzip. Von Theon, den Leuten, die Rambo the Video Game gemacht haben und Heavy Fire, fand ich, also Heavy Fire fand ich spaßige Rail-Shooter. Rambo habe ich nur Negatives zugehört, habe ich nicht gespielt. Aber gut, die Skepsis war da. Und ich bin ja tatsächlich noch ein relativ frischer Terminator-Fan. Ich habe, Schande über mich, dieses Jahr erst zum ersten Mal die komplette Reihe, bis auf Dark Fate, den habe ich noch nicht gesehen, aber die ersten 5 geguckt und klar, die ersten beiden sind halt die Filme so, die geil sind. Der dritte finde ich auch noch okay. Der vierte und fünften, naja. Ja, nicht so. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann mega Bock deswegen auf die Story und so. Und das sah halt vom Gameplay sowieso 0815-Shooter aus. Halt grafisch eher zurückgeblieben, sag ich jetzt mal. Vielleicht so 4-5 Jahre alter Stand der Technik. Anfang PS4 würde ich sagen oder so. Ja, gut. Aber ich dachte mir so, Grafik, da legst du eher selbst nicht so den Riesenwert drauf, kann man schon machen. So, und dann habe ich das Game gespielt und war echt mega überrascht. Also das Game hat erstens extremen Fanservice, es hat so viele Easter Eggs, also so Mini-Easter Eggs schon zu Terminator 1 und 2. Und dann hat es auch noch, nimmt es mega Bezug auf die Story von Terminator 1. Also, das spielt ja nur in der Zukunft des Game, also auf den Zukunftspart. Aber das ist so cool, also man spielt quasi, ich will jetzt nicht spoilern, das, was man macht, das leitet zu den Eröffnungs-, also leitet, führt quasi dazu hin, dass Arnold Schwarzenegger, a.k.a. der T-800, zurückgeschickt wird in die Zeit, um Sarah Connor zu töten. Und insofern, ja, hier seht ihr die ganze Zeit Armbrust Triple Bolts. Also wie gesagt, das Game mega geil von der Story. Die Story alleine von dem Game ist auch schon gut. Also das wäre im Prinzip, wenn man einen Film haben will, der nur in der Zukunft spielt, so wie Salvation, dann wäre das Game auf jeden Fall deutlich cooler als, von der Handlung als Salvation. Hätten sie durchaus verfilmen können. Also wie gesagt, das Problem bei dem Game ist halt, dass es 60 Euro kostet, weil das Game hat jetzt nicht so den Riesenumfang. Hat zwar auch einige Nebenmissionen, ein Crafting-System und so, also deutlich mehr Umfang als Salvation. Aber, wie gesagt, eine optionale Nebenmission, optionale Entscheidungen, die man treffen kann, die das Ende beeinflussen. Also eigentlich ziemlich cool. Also für 40 Euro wäre es quasi ein Must-Have. Für 60 Euro lohnt sich es aber immer noch, finde ich, für die Leute, die halt Terminator 1 und 2 geil finden. Und ich denke mir so, wenn das so ein kleiner Entwickler ist, also ihr hättet euch einen Gefallen getan, einerseits, wenn ihr das Spiel für 40 verkauft hättet, dann hätten es mehr Leute gekauft. Aber andererseits denke ich mir so, also eigentlich dann gebe ich denen lieber 60 Euro, als dass ich irgendwie 60 Euro irgendwie Activision in den Hals werfe, weil die geben sich noch Mühe. Man hat richtig gesehen, dass das Game mit sehr viel Liebe ja zur Terminator-Reihe quasi auch entwickelt wurde und nicht so dahingerotzt wurde. Das merkst du an jeder Ecke, der Soundtrack ist auch mega genial.
Also ich werde jetzt hier auch mal den Soundtrack einbauen, jetzt glaube ich zum Ende. Ich liebe generell den ganzen Terminator-Soundtrack. Und das war es soweit, die drei Games habe ich vorbereitet seit dem letzten Video, so in den letzten einen Monat, anderthalb Monaten. Was ich jetzt noch, also zum Ende des Jahres werde ich nochmal so eine Jahreszusammenfassung machen, plus die Games, die jetzt von jetzt an bis zum Ende des Jahres noch kommen. Also es wird wahrscheinlich Need for Speed Heat werden, Plants vs. Zombies Battle for Neighborville und ich mache gerade noch die zweite Version von World War Z. Mal sehen, was ich dann noch schaffe, werden wir sehen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt noch Spaß mit dem Rest des Gameplays. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu den, ich sag's jetzt mal, Blockbuster-Titeln, die jetzt noch so im November, Dezember rauskommen oder rausgekommen sind, in die Kommentare schreiben. Und das war's soweit. Bis dann. Haut da rein.